Komm raus da! Bin doch schon längst hier, du Doofmann, ey. Ah Mann, ey, du sagst immer... Die Welt ist ein Irrenhaus. So, meine, was wollte ich sagen? Genau, was war das denn? Da, Star Wars Geräusche. Ja. Ja, und mit gab Kenobi auch, ne? Prost. Irgendwann ist gerade wieder abgebrochen, aber wir sind ja Dimensionsortsspringer und Zeitspringer. Ja, und deswegen springen wir jetzt irgendwo anders hin. Ja. Ich werde gezwungen und genötigt, auf dieses Metallding da zu gehen. Alter, die ist die auf der Natur am dran sein. Da kommen Motorräder. Speederbike. Oh, Speederbike. So schnell hat er aber nicht geliefert, der hat sich verfahren, Alter. Oh, wie geil, ey. Da hat er Ärger gemacht hier. Ja, hier, hat er kaputt gemacht. Weißt du, hier, ins Bein getreten, der Sauhund, Alter. Hier so, zack, Alter, weißt du. Es geht um Gammeln, Alkohol, Ärger mit den Erwachsenen und ums Erwachsenwerden. Ach so. Ja, der hatte eine Ansage schon gemacht. Das ist nämlich sein neuer Schreibtisch. Ab jetzt nur noch hier Reviews. So, wir stehen an der Bahn und warten. Zusammen, wir warten mit dem Gorminister. Ja, hier ist das Bier. Ja, wir warten immer. Mensch, hab ich einen Hunger. Ich hab nur mal reingebissen, weil Kameras ausgang. Und ich habe nicht gehört, was der Minister bestellt hat. Zeig uns mal kurz, da. Streng geheime Projekte. Aber ich glaube, der lässt da noch was backen oder so, weil das dauert ganz schön. Vielleicht ist das auch wieder nur für Gorminister wartet. Ich habe keine Ahnung. Ich esse derweil nochmal die Frikadelle. Ich habe ja noch eine. Götz hat er erst bestellt. Der hat doch gerade schon mit der geredet. Was hat er denn da gemacht? Ein Bier bestellt? Ich habe keine Ahnung, was der machen tut. Ein Weizenbier. Was denkst du denn? Was holt er? Ein Schweineohr. Meinst du? Machen Sie mit beim Raten. Was hast du geholt? Was hast du geholt? Das hier. Was ist das? Echt ein Schweineohr? Ja. Dafür gibt er viel Geld aus. Mehr als er hat. Siehst du, von früher. Gab Genovi hat recht gehabt. Weil ich kenne ihn früher, habe ich auch gerne. Ist jetzt ein bisschen zäh, wie gesagt, aber war schon so alt. Gab's das früher oder gab's das früher? Was für eine Zuckerglasur da drauf ist. Ja, aber Schoko war da früher dran. Ja, hier immer so an der Ecke, ja. Das ist nicht von früher. Ja, die Frikadelle ist auch relativ frisch. Ich hätte ja gesagt, sonst ist die von früher. Ja, gut, unten, ne? Ja, ja. Die ist von damals. Jetzt holen wir unten noch ein Bier. Brauchen Bier. Bier, ja. Bier. Du? Bier, wir brauchen alle Bier. Ja. Der DSC braucht Bier. Der Gorminister braucht Bier. Ganz schön gruselig, wenn wir jetzt hier runtergehen. Alle brauchen Bier. In the place to Bier. Alle wollen Bier. Ja, die andere Frikadelle esse ich gleich nach dem Bier. So, jetzt hier aber, ne? Letzte Autobahn vor der Bude. Ich sagte andersrum. Ja. Yeah. Und Ping. Tata. Da kommen wir zurück. Wir winken jetzt hier. Hallo. Da ist die Deutsche Bahn. Und nun die Informationen und Meinungen zu Themen der Zeit. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen auf DSD seinem Kanal. Wir sind hier an der Hall of Fame an der Speicherstraße und wir haben hier die Nutzungsregeln. Ganz einfach, das Betreten des Geländes, die Nutzung der Freiflächen und das Sprühen der Graffitis erfolgt auf eigene Gefahr. Oh ja, oh, ich hab Sprüh in die Augen gekriegt. Kann passieren. Bei so Leuten, die sich nicht damit auskennen. Alles Weitere erfahren Sie nun. Die Freiflächen sind zu jeder Tages- und Nachtzeit nutzbar. Ja? Also hier kannst du auch, Den Samstagabend so früh abgehauen, ich Jakob. Also kannst du immer hin. Dies ist kein Freibrief für Lärm und Müll. Ja, das ist richtig, das sollte man beachten. Es gelten alle üblichen umwelt- und ordnungsrechtlichen Bestimmungen und Gesetze. Also werft eure Flaschen hier nicht hin, ihr Pisser. Genau. Oder leere Dosen. Ja. Hinterlasst die freigebenden Flächen und das Gelände bitte sauber. Liegen gebliebene bla bla bla. Jetzt kommt wieder hier weiter mit Müll. Ah, das ist auch schön hier. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Respektiert die Pieces der anderen Sprüher und macht keine Tags über irgendwelche Wände. Wenn ihr gerade erst anfangt oder einfach mal was ausprobieren wollt, sucht euch kleine Wände oder Flächen, auf denen keine aufwendigen Pieces sind. Das ist sehr wichtig. Man muss aber auch sagen, dass das hier nicht von der Stadt ist, die Nutzungsregeln, sondern von More Than Words, ne? Aha. Von der EMK-Crew. Also, das finde ich auf jeden Fall gut, ne? Also nicht reinschmieren. Ja, ja.
Und bla bla bla, den Rest könnt ihr selber lesen. Ey, hier, nein, Faustregel. Gibt's noch kommt, es gibt noch die Faustregel. Ich schwitze wie Sau, weißt du? Der macht hier jetzt einen Vortrag, ey. Es gibt noch die Faustregel. Lass mal den Fahrradfahrer da durch. Immer die Radfahrer. So, Faustregel, ne? Faustrecht. Ihr kennt den Song vielleicht noch. Bemüht euch mindestens so gut zu sein wie die Writer, den ihr gerade übermalt. Respektiert die Werke anderer Künstler und die Zeit und Material aufwendig waren und geht über solche Werke nicht mit Quick Pieces. Also nicht hier gesagt, dick, ne? Fett, blockig. Quick ist einfach schnell. Einfach einen Scheiß drüber machen. Ja, kann man auch, ja. Dick, fett, blockig machen. Kann ja auch scheiße aussehen. Ja, ja. Obwohl das ja Dortmund-Style ist. Ich glaube, da malt gerade einer ein Bild über. Bist du fertig? Ja, wir gehen jetzt. Das geht jetzt 3 Minuten. Ich bin nass. Ich bin sowas von nass geschwitzt hier, weißt du? 10 Leute vorbeigelaufen. Mühe gegeben, ihm das war schön. Ja, das ist ja schön, ne? Aber guckt euch mal die schöne Halle an hier. Die Batterien sind jetzt auch leer, Alter. Ich kack ab. Ich muss heute echt früh nach Hause. Das kann doch nicht sein, dass die jetzt auch leer sind. Hier habe ich alle gestern aufgeladen. Und nun? So, hier. Mit dem Gore-Minister auf dem Klo, ihr. Piep. So, jetzt aber hier, nicht vergessen, ne? DSDs am Midnight Figure Feature abonnieren auf YouTube und den Gore-Minister auch. Da. Seine große Leidenschaft. Er sammelt. YouTube und der Gore-Minister filmt Natur. Wir sprechen aus dem Jahr 3797 zu euch. Hui, ich bin ein Außerirdischer. Die Welt ist verarmt. Ich muss abhauen. Tschüss. Ich mach jetzt Feier. Wo ist denn die Tür? Wo ist denn die Tür geblieben hier? Ich muss weg. Alderansteine. Hier, Schlackesteine ist Alderansteine. Hier. Alderan ist kaputt. Ja, aber hier, Überreste von Alderan. Obwohl, das sieht gar nicht so schön aus. Es gibt bessere. Hier, Alderanstein. Alderanstein. Ich schwitze auch so wie zu der Explosion von Alderan. Mir läuft die Suppe. Dumme Idee, hier nachmittags hinzugehen. Man schwitzt und ist durstig. Ja, null Problemo. Ich trinke noch ein Bier. Ich schwitze mir so einen ab. Das ist auch voll schlimm. Man hat halt einfach keine Zeit zum Trinken und so, ne? Ich wechsle mein T-Shirt, ich bin plätternass. Ah! So, meine Freunde, das passiert, wenn man zu gierig ist. Sie gleich auch. Komm, flieg rein. Da sind sie, die Leichen. Die alten Schnapsleichen. Da ist sie reingegangen, ne? Ja. Ihr Mörder. Ja, jetzt ist sie reingegangen. Schaut mal, sie versucht sie noch zu retten, aber die Gier war zu groß. Das ist eine Falle. Dramatisch, brutal. Verdammter Gierschlund. Da ist sie. Liegt sie auf dem Rücken jetzt schon. Ein Schluck genommen, weißt du? Ja, liebe Leute, so ist die Natur. Wenn es so rau ist, dann tut es halt auch weh. Aber so ist das. Hörst du jetzt auf, sonst komm ich da mal rüber, du. Okay. Okay. Ist okay. Ist mir gerne recht. So, das war's, meine lieben Zuschauer. Ich hoffe, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.